Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem seit langer Zeit mal wieder neuen Gastvideo. Heute schauen wir uns was von den Kuribos an. Die oder er haben uns einen Teil ihrer oder seiner Sammlung gezeigt und ich persönlich finde das immer richtig, richtig interessant, da mal reinzustöbern. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal für den Trade bedanken. Ich habe bekommen an dieser Stelle nämlich zweimal aus dem Turbo Pack 6 den maskierten Drachen in Super Rare, was einfach mega nice ist. Und ihr wisst ja, bei Turbo Champion OTS Tournament Packs oder bei normalen Tournament Packs geht mir ja das Herz in der Hose auf sozusagen. Und er hat dafür bekommen diese drei Karten des Untergangs in Nirmint. Die müssten alle drei aus Dual Power sein, genau. Und an der Stelle wollte ich mich einfach mal für diesen Trade bedanken. Ich wünsche euch jetzt an der Stelle allerdings viel, viel Spaß beim Video. Gebt ihm eine Chance, schaut mal auf seinen Kanal. Er ist tatsächlich eher Spieler als Sammler orientiert. Und ja, wir sehen uns dann wann anders. Cheers! Okay, Guys. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei den Kuri Bros. Heute mit einem Special. Und zwar auf dem Kanal von House of Cards. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass er das einrichten konnte. Diese Kooperation ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und deswegen haben wir uns gedacht, trommeln wir für dieses Video die besten Schätze unserer Sammlung zusammen. Das bedeutet Oldschool, Nostalgie, auf jeden Fall dranbleiben. So, bevor wir natürlich zu den absoluten Highlights dieses Videos kommen, fangen wir etwa mit was Leichterem an, und zwar einer kleinen Binder-Preview. Und zwar haben wir die Binder sortiert nach Extra-Deck, nach Monster, nach Falle etc., um da halt einfach eine bessere Strukturierung zu schaffen und einen guten Überblick zu behalten. Wir starten an der Stelle mit dem Extra-Deck-Monster-Hefter, Binder, welcher sich jetzt hier vor euch befindet. Wir starten mit Xyz, da es doch eigentlich noch häufiger gebraucht wird. Natürlich kommen Link, Fusion, Synchro auch noch an der Stelle. Wir haben jetzt hier ein paar Vierer-Xyz, so Tsukuyomi, Exitone, das sind aber übelst gute Karten meiner Meinung nach. Minerva, absolut in Lightsworn das beste Monster, was man eigentlich aus dem Extra-Deck holen kann. So. Also, dass das Ding zu uns gekommen ist, war das absolute Highlight. Hier sind jetzt auch so ein paar Playsets, die jetzt mal so in der Sammlung vorgekommen sind. Sieht doch einfach schöner aus, wenn da so drei Karten sind, und macht doch auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Hier noch ein paar Züge, ich liebe Züge. Da wird auf jeden Fall noch demnächst bald ein Deck-Profile kommen. Und ja, noch ein bisschen Stuff hier aus Dual Power an der Stelle. Ein paar leere Slots natürlich auch, weil gute Karten brauchen wir natürlich im Deck. Von daher, ja, also Xyz ist jetzt nichts Weltbewegendes oder dergleichen. Jetzt kommen wir hier auch schon zu Synchro. Antiker Feendrache, Rest in Peace an der Stelle. Und ja, hier Kaliber Wilddrache zum Beispiel. Finde jetzt gerade noch kein Deck, wo ich den so passend drin spielen kann irgendwie. Aber sieht auch einfach wunderbar aus hier. Die ganzen schönen weißen Hefterseiten. Alles Synchros hier. Crystalwing aus Dual Power. Müsste gleich noch einer kommen. Ich wollte den jetzt nicht so unbedingt bei den Secrets zu liegen haben. Okay, gut, dann habe ich den doch im Deck. Trishula, die zwei Netbeasts. Auch ein wunderbarer Reprint gewesen. Rest in Peace, Firewall und Summon Sorceress. Die mussten leider sofort den Weg in den Beine antreten. Genau wie der topologische Gambler Dragon. Karten, die einfach so nicht existieren dürfen, weil sie einfach viel zu broken sind. Von daher hier Isolde, absolut super Staple für Kriegerdecks. Und dann haben wir hier jetzt noch so ein paar Promos wie der Gerümpelverbinder, zum Beispiel der geheimnisvolle Extra-Joker, ein paar Guard-Dragons, noch ein Firewall-Drache an der Stelle. Kommen wir schon zu den Fusionen. Da haben wir zum Beispiel Seraphnid, super, super, super wichtig für die Brilliant Fusion Engine. Also Seraphnid immer im Hefter haben. Als damals Shadows in Valhalla rausgekommen ist, habe ich mir auch direkt zwei Playsets rangeholt, weil die Karte einfach billig ist und weil sie verdammt, verdammt stark ist. Aber hier ist noch so ein paar Helden, zum Beispiel Dastopia, Anbetung, Nova Master. Ein Haufen Mechabars. Ich habe sehr, sehr, sehr aktiv die Beschwörer-Engine gespielt. Hier drüben sind auch nochmal zwei. Aber ja, irgendwie ist es nicht mehr so das Wahre. Noch eine Konstrukt natürlich. Und ja, zum Schluss haben wir hier noch ein paar Elementarhelden. Nebel-Neos, Cosmo-Neos, Tapferer-Neos.
der ganze Stuff aus ja, Savage Strike, der halt übergeblieben ist. Das war's vom Extra-Deck an der Stelle. Ist ein relativ ja, dicker Ordner und es ist auch, um ehrlich zu sein, der Ordner, der in der Sammlung am öftesten genutzt wird, weil im Extra-Deck wird viel gehittet, im Extra-Deck muss viel bearbeitet werden. Das ist so eigentlich das Hauptding. Kommen wir mal zu den Monsterkarten. Das ist bislang der dickste Binder, logischerweise. Und ja, haben wir hier erstmal direkt dreimal Aleister der Beschwörer. Haben wir hier ein absolutes Highlight der Sammlung auch. Auch wenn es leider nicht mehr im besten Zustand ist, eine Exode, die verboten aus LOB. Sowie alle vier dazugehörigen Teile aus LOB. Habe ich mal vor sehr, sehr, sehr langer Zeit auf eBay geschossen. Ich glaube, 25 Euro habe ich dafür bezahlt. Und die Teile sind na, gut bis excellent so. Also ist noch ein ganz, ganz guter Zustand so. In 10, 20 Jahren werde ich da wahrscheinlich noch ein bisschen was für kriegen. Auch hier natürlich ein paar Plätze frei, natürlich im Binder, weil viele Karten auch einfach genutzt werden für die Decks und Decks, die man dann halt zum Beispiel nicht mehr spielt, werden dann aussortiert und die Karten werden dann halt hier wieder reingepackt. Es ist halt einfach so ein ganz großes Sammelsurium an Dingen, die man halt einfach mal so gebrauchen kann. Hier, Rest in Peace, Masterpiece, immer noch ein paar True Dracos, Lutogazim, ich bete zu Gott, dass du irgendwann wiederkommst, irgendwann. Und dann gibt's auch auf jeden Fall noch ein Deckprofil zu True King Yangxing, True King Dinos und Pure True Kings. Falls es dann gute Erde-Varianten geben sollte mit Lutogazim. Haben wir hier noch einen Jinzo, aber leider aus Premium Gold. Der andere wird nachher noch gezeigt. Und ja, hier sind ein paar Rosenkarten, auch so Karten. Ich mag's, Karten, die so zu einem Arch-Type gehören, immer auf eine Hefterseite zu packen. Das sieht immer ganz, ganz cool aus. So, hier haben wir noch ein bisschen Stuff aus BLLR, ein paar Ninjas. Das ist ja alles zusammengekommen über die Jahre schon, kann man da jetzt sagen. Und hier noch zwei Hüllentreiber. Dreimal aufgegeben. Also es ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes, aber es sind halt alles Foils. Und Foils gehören halt einfach meiner Meinung nach in Binder und nicht in die Tin. Von daher sind auch teilweise ein paar echt verdammt spielstarke Karten hier drin. Wie jetzt zum Beispiel, ich glaube den Narrenkonfit hat man teilweise noch in sehr vielen Decks gespielt. Weil es halt einfach ein Instant Special ist und ein Einsertag. Hier haben wir noch ein paar Earthbound Immortals, die ja jetzt auch demnächst nice Support bekommen. Auch da wird es eventuell ein kleines Deck-Update von geben. Ein Playset Photondra, ein Playset Mamelio, Feinsteller. Ja, also teils ist hier Ordnung drin, aber weil wir halt, lass mich kurz nachzählen, 13 Binder haben, ist das ein bisschen unübersichtlich geworden über die Jahre. Und deswegen haben wir uns jetzt halt darauf spezialisiert, die Holos einfach in den Hefter zu krachen. Und dann zum Beispiel Commons oder auch speziell Commons, die keinen Reprint bekommen haben, dann in eine spezielle Reihenfolge zu packen. Hier ist noch ein Pavianbrotbaum, den habe ich da vorne auch schon gesehen. So, hier haben wir zum Beispiel zwei Playsets Gamma, ganz einfach, weil es einer der absolut besten Handtraps ist und eine super Karte in jedem Deck eigentlich. Deswegen auch hier vorne die zwei Höhlentreiber gewesen. Und ich habe mich jetzt aber noch nicht ganz durchgerungen, den in irgendein Deck zu packen. Eigentlich wollte ich ihn in Diabolos spielen. Aber ich denke mal, da werde ich ihn demnächst jetzt auch reinpacken. Da haben wir jetzt hier noch dreimal aus der Legendary Collection, aus meinem Opening. Die Pseudo-Götter quasi, den Curtain Razor dreimal. Hier noch dreimal Aleister, genau wie vorne. Und hier noch zwei Playsets Winterschnitter. Winterkirschblüten und Geisterschnitter, meine ich. Dann haben wir jetzt hier noch, ja, so die ganzen LC-Promos, die ja auch in den Videos drin waren. Die sind jetzt hier auch verteilt. Dann ist hier noch ein bisschen Shadow in Valhalla Stuff. Falls man sich mal jetzt zum Beispiel unterwegs ein random Booster Pack kauft oder so, dann findet das natürlich gleich den Weg hier rein. Ja, und das war es eigentlich auch schon soweit. Hier haben wir jetzt leider noch einen Schleifergolem, eine Geisterogre. Also man sieht schon, das kommt alles hier aus Decks. Die haben auch ganz unterschiedliche Hüllen. Hier zum Beispiel von den Dinos, der war in Aufgegeben drin. Und den Geisterogre habe ich, glaube ich, gegen das Geistermädchen ersetzt, genau. Und ja, dann haben wir jetzt hier noch einen Chaos-Imperator-Drachen. Den kann ich gerne mal zeigen. Der sieht wirklich, wirklich gut aus. Aus The Lost Millennium. Auch in einem verdammt guten Zustand. Ich habe noch mehr. Zu den anderen komme ich dann gleich noch. Aber es ist einfach ein absolutes Highlight. Und er sollte wirklich, also meiner Meinung nach, in jeder Sammlung vertreten sein. Ja, ich hatte mal ein Weltkelch-Deck, das kann man hier wahrscheinlich so ein bisschen sehen. Und
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu einem Binder, der ja auch relativ aktiv in Benutzung ist. Es ist der größte aus der Sammlung. Und zwar ein Four Pocket Binder von Ultra Pro. Hier befinden sich ausgeschlachtete Decks drin. Kriege ich den ganzen Binder hier aufs Video rauf? Fast. Also wir haben ja zum Beispiel Vulkanisch. Ich habe mal vor, ich glaube, 2-3 Jahren mal Vulkanisch gespielt. Hier ist der Labergolem, den ich überall suche. Und ja, Decks, die ich dann halt nicht mehr spiele, die werden dann hier drin verfrachtet. In dem Fall jetzt Vulkanisch. Hier war mal ABC drin, aber das habe ich dann wieder angerührt. Hier haben wir noch so einen halben Drachenchor. So Modo-Drache, Maskierte Drache, Köder-Drache, Flammbell-Wache. Ich glaube, aus meinem ehemaligen Horus-Deck. Hier war mal Sternstopp-Drache drin. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel Buntäugig, aber nur das aus dem, genau, LEDD. Dann habe ich jetzt hier noch so einen Pennedrachen aus seiner eigenen Tin reingepackt, muss ich sagen, hat ein wirklich schönes Artwork. Sieht tausendmal besser aus als das Alternate. Habe hier auch ein Playset drin, also so kleine Cores oder Decks halt. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel noch einen kompletten Zombie-Core drin, aber auch halt wirklich nur so alte Oldschool-Sachen, wo ich mir so gedacht habe, ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Das war nicht der einzige von der Sorte. Wir haben hier noch exakt so einen selben Binder. Und zwar von der Legendary Collection. Da sind auch alle drei Götter nochmal schön vorne drauf. Sieht super aus, finde ich. Und da haben wir jetzt hier nochmal eine Exodia. Inklusive Auslöschen und Necros. Sieht super aus. Einmal Inkarnation und ein Exod Meister der Wache. Und da muss ich mal kurz was zu sagen. Dieses Artwork ist meiner Meinung nach das Beste der kompletten Exodia-Reihe. Sieht einfach wunderbar aus. Typ Fels 4000 Dev ist man früher gar nicht drüber gekommen. Und weil eine nicht reicht, habe ich hier noch eine zweite. Aber nur die entkommen aus den Legendary Decks auch. Ja, da haben wir jetzt hier so ein bisschen Dracheneinheit-Stuff, ein bisschen Neo-Flammenwell-Stuff. Das war alles aus Hidden Arsenal, was ich mal gezogen habe. Ich glaube, vor ungefähr 2 Jahren. Da habe ich das alles gezogen. Da haben wir hier ein bisschen Sagenhaft, ein bisschen Genex-Verbündeter. So. Spielt man alles überhaupt nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es sieht halt cool aus, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Playset da liegt. Und darunter halt die anderen Karten. Hier haben wir Eisbarriere. Ich habe tatsächlich mal Eisbarriere gespielt. Aber auch Ewigkeiten her. Da haben wir hier ein Playset der Stratege, Playset Hexenmeister, Playset Prior, die ganzen Generäle, so die wenigstens halbwegs guten Karten des Decks. Ja, dunkle Magier, blauäugige weiße Drachen natürlich in jeder Sammlung einfach vertreten. Ich habe aber auch viele Vitrinen und in den Vitrinen ist dann halt der beste Blue Eyes. Welchen haben wir jetzt hier, der noch ganz gut sein könnte? Ja, hier aus dem Starter Deck Kaiba zum Beispiel. Aber die sind halt natürlich schon played bis poor. Also die sehen wirklich schlimm aus. Auch sehr nostalgisch hier. Sternenstaub, Drache und Rotdrachen, Erzunterwäldler mit nahezu allen Formen. Wir haben den roten Nova-Drachen, majestätischen roten Drachen, zweimal gleich. Den Rotdrachen, Erzunterwäldler, fünfmal. Hier auch Chronikfunkendrache, Quasarschnuppendrache, Sternschnuppendrache, majestätischer Sternschnuppendrache, Angriffsmodus. Ich wollte mir vor kurzem erst einen Angriffsmodus aktivieren Deck machen, aber dann habe ich mir so gedacht, ah, das Deck hat nicht so wirklich Potenzial. Ja. So, hier ein bisschen Kubisch. Ich habe mein Kubisch-Deck auch an der Wand in einem Bilderrahmen eingerahmt, weil es wirklich, wirklich toll aussah. Und die restlichen Karten, die halt übergeblieben sind, habe ich hier reingepackt. Hier ein kleiner Tribut an die Drachenherrscher, Rest in Peace. Dieses Deck war damals einfach viel zu stark und wurde komplett verboten. Aber was uns geblieben ist, sind, und das muss ich mal wirklich ehrlich sagen, diese wunderschönen Artworks. Blaster sieht so gut aus, das ist nicht mehr normal. Also wirklich, da gehen wirklich mal 10 Punkte raus. Dann hier Magnetkrieger, der ganze Stuff aus dem Starter Deck. Ja, wie lange ist es her? Ich glaube auch 2 Jahre ungefähr. Und da habe ich das Deck gespielt, als ich wieder angefangen habe, so richtig mit Decks. Als ich mich so vom Sammeln getrennt habe und dann wieder so richtig mit Decks angefangen habe, Deckbuilds, Turniere, Meta etc. Da habe ich dann Alpha, Beta, Gamma, Delta etc. habe ich dann gespielt. Oh, war ganz okay, aber naja. Noch mehr Heldenstuff.
viel Fusion, viel Oldschool, viel Nostalgie. Wir haben jetzt zum Beispiel einen schönen Tempest First Edition Ultra Rare oder hier auch den Grand Neos, ich glaube aus seiner eigenen Tin, möchte ich meinen. Aber dazu kommen wir auch später noch, denn ich habe verdammt viele Tin-Promos für euch. Was heißt verdammt viele? Es sind ein paar. Aber der Grand Neos, der sieht wirklich super cool aus. Super cool, ist auch mein Lieblingsheld hier aus der Sammlung. Dann haben wir hier noch mehr Helden gleich, es hört nicht auf. Dreimal Maskenwechsel, halt so die Stables, dreimal Schattennebel, ein Held lebt. Super Karte, die man eigentlich in jedem Heldendeck spielt. Wir neigen uns zu dem Ende entgegen, habe ich auch so ein paar Lightsworn-Sachen, die Seite war randvoll. Aber weil ich halt selber Lightsworn spiele, habe ich hier komplett alles entfernt. Da war jetzt hier drei Raiden, drei Wolves, drei Lumina. Hier müssten dann noch, ich glaube, ein anderer Geralt gewesen sein und der dritte Urteilsdrache. Und ja, ich habe das mal versucht zu spielen, aber es ist nicht mehr so schön wie früher. Hier habe ich mal Mega Phantom Beast gespielt, tatsächlich. Es ist auch Ewigkeiten her. Dreimal Megaraptor, dreimal Leinenwolf und Hamsterratte. Ich glaube, das waren die besten der Decks. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier haben wir noch ein bisschen Künstler-Zauberer-Stuff. Ja, ein Deck, also Pepe kann man ja schon Ewigkeiten nicht mehr spielen. Plüschfeuer ist verboten. Schädelakrobat kann es verboten. Hier war auch ein Deck drin, aber ich weiß nicht mehr welches. Und zum Schluss haben wir noch Thun. Sehr nostalgisch, Pegasus sein Deck. Thun ist wirklich, ja, ein verdammt unfaires Deck, ein verdammt schnelles Deck, es greift dich an, direkt mit 3000er Beatsticks und ja. So, das waren jetzt mal so die Binder Highlights und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie und zwar dem original verpackten Stuff, in dem Fall OVP und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Okay, zurück mit dem original verpackten Stuff. Alles, was ihr hier seht, wurde noch nie angerührt. Ich habe das alles bestellt bei einer Sammlerauflösung, auch auf eBay. Und da habe ich halt teilweise wirklich für einen richtig, richtig guten Preis Dinge geschossen. Zum Beispiel war in einem Vierer-Bundle Crossroads of Chaos, Phantom Darkness, Duelist Genesis und Absolute Power Force für, ich glaube, 50 Euro. Und da musste ich einfach zuschlagen. Zum Beispiel Crossroads of Chaos sieht einfach nur wunderschön aus. Dieses Gelb mit dem Rosendrachen in der Mitte sieht wirklich fantastisch aus. Und das Ganze hier ist ein Projekt. Das bedeutet, ich versuche alles von 5Ds zu sammeln und natürlich alles noch aus alten GX-Zeiten. Da habe ich jetzt aber auch gerade vor ein paar Wochen mit angefangen. Also diese Sammlung wird auf jeden Fall noch ausgebaut. Aber es ist halt verdammt schwer, viele Dinge in Deutschland zu finden. Ich muss teilweise auch viel aus der USA verschiffen lassen. Aber hier haben wir jetzt auch zum Beispiel Duelist Genesis, Ancient Prophecy, Stardust Overdrive, Storm of Ragnarok, Absolute Power Force, wie eben schon gezeigt, Crossroads of Chaos, mein absolutes Lieblingsset, Force of the Breaker, einfach vom Aussehen her schon das Schönste mit dem vulkanischen Verdammnisfeuer drin. Wir haben es schon geöffnet auf dem Kanal, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Sieht einfach wirklich insane aus. Vor allem auch das Verdammnisfeuer. Einfach toll. Wirklich eine super Karte. Phantom Darkness Lost Millennium. Und ich denke mal, diese Special Edition sollte vielen Leuten bekannt sein. Denn hier ist der legendäre Chaos Imperator Drache drin, wie ich ihn eben gerade schon gezeigt habe. Und zwar als Promo. Und er geht trotzdem noch 20 Euro ungefähr, 15 bis 20 Euro aufwärts. In gutem Zustand und ja. Aber ich mach's nicht auf. Deswegen, das war auch, glaube ich, das teuerste von allen. Das hat alleine schon, möchte meinen, 45 Euro gekostet. Shadow of Infinity sieht auch super aus. Ein schönes Schwarz und der Raviel da vorne drauf sieht einfach richtig, richtig toll aus. Ja, also das sind so meine absoluten Lieblingsstücke aus meiner Sammlung. Die habe ich euch jetzt mal präsentiert. Ich habe natürlich noch mehr. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch rumzuliegen Invasion of Vengeance. Das ist ein bisschen neuer. Genauso wie Raging Tempest. Und noch andere Sachen, aber ich wollte euch jetzt einfach mal so wirklich meine absoluten Lieblingsstücke der Sammlung zeigen, die auch ins Video raufgepasst haben. Und nein, ich werde jetzt keine davon aufmachen. Also, das lohnt sich zu sammeln, weil in ein paar Jahren hat das dann wirklich einen immensen Wert. Ja, das war's schon zu meinem original verpackten Stuff. Ich habe noch eine Vitrine randvoll mit Boostern von der ersten bis zur letzten Generation. Ich denke, das werde ich ja auch noch im Nachhinein mal anheften, aber weil ich die leider aus der Vitrine nicht rausnehmen kann, müsste ich dann euch mal mitnehmen durch mein Zimmer und euch die Booster zeigen. Das machen wir auf jeden Fall mal im Anschluss. Und ja, kommen wir
jetzt, nachdem wir die original verpackte Sammlung bzw. die besten Stücke aus der original verpackten Sammlung vorgestellt haben, zu den Highlights. Und zwar zu den Einzelkarten. Bleibt auf jeden Fall. Okay, dran. Jetzt hier nochmal ganz schnell im Anhang, im Schnelldurchlauf die Booster. Also wir hatten The Legend of Blue Eyes, Matter Raiders, Spell Ruler, Pharaoh's Servant, The Labyrinth of Nightmare sowie Legacy of Darkness, Pharaonic Guarding, Magician's Force, Dark Crisis, Invasion of Chaos, ein antiker Antriebsgöttliche Thron noch in Ultimate Rare, Ancient Sanctuary, Soul of Duelist, Rise of Destiny, Flaming Eternity und zum Schluss Shadow of Infinity und The Lost Millennium, natürlich auch ein cooles Moviepack noch, alles OVP. Die komplette Sammlung vom ersten bis zum letzten Booster des Hauptsets musste einfach rein. Weiter geht's mit den Karten. So, zurück hier mit dem letzten Abschnitt dieses Videos und zwar den Einzelkarten. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, euch meine größten und seltensten, nostalgischsten, nennt wie ihr es wollt, Karten zu präsentieren und das reicht wirklich von LOB bis jetzt. Da ist alles mit bei. Es sind ungefähr, ja, ich würde jetzt mal grob schätzen 70 bis 80 Karten. Alle im Top-Loader. Ich werde einige von diesen Karten auch zu PSA schicken und sie branden lassen. Und ich würde sagen, wir starten mit den Booster-Pack-Tins bzw. den Collector-Tins. Damals hieß es ja noch Booster-Pack-Tins und da habe ich jetzt auch nicht alle. Also ich glaube, alle wären ja mindestens 50 Karten oder so. Ich habe einfach die rausgepackt, die ich persönlich am tollsten finde oder die wir am tollsten fanden. Und da haben wir hier auf jeden Fall mal den Prophecy Destroyer. Diese Karte sieht einfach super aus. Hat ein fantastisches Artwork. Und ja, der erdgebundene Unsterbliche, dessen Namen ich nicht so ganz aussprechen kann. Virakwashka Raska oder keine Ahnung. Wunderbare Artworks. Kommen wir zu meinem absoluten Liebling, dem vulkanischen Verdammnisfeuer. Sieht einfach toll aus. Ich habe euch gerade Force of the Breaker gezeigt. Da konnte man ihn natürlich auch drin ziehen. Da haben wir hier den Cyberdrachen. Super nostalgisch. Wunderbare Karte. Raviel, Herr der Phantome. Aus seiner eigenen Tin in Secret Rare. Das schönste Artwork meiner Meinung nach. Sehr nostalgisch. Der Raketenkrieger von Joey. Einfach, also ich musste den in meiner Sammlung haben. Einfach, es ist einfach der Raketenkrieger. Ja, dann haben wir hier, wer hätte es gedacht, das dunkle Magiermädchen, auch aus ihrer eigenen Tin, ein Geschenk von einem meiner besten Freunde. Wunderbar, musste auch für immer dort drin bleiben. Die Insektenkönigin, Weevils Covermonster, natürlich auch mit in der Vitrine der... Ja, der keltische Wächter von Yugi, auch ein wunderbares Artwork mit Rot im Hintergrund, auch aus seiner eigenen Tin. Der totale Abwehr-Shogun, eine super Karte, super starke Samurai. Hassen diesen Trick, genauso. Er greift auch aus der Verteidigung an. Super ikonisches Artwork. Und zum Schluss der Buster Blader aus seiner eigenen Tin. Einfach auch ein wunderbares Secret Rare Artwork. Musste einfach mit rein, also... Da waren jetzt so die ikonischsten Karten dabei. Wir haben Karten gesehen von Joey, von Weevil, von Yugi. Ja, das sind einfach so Dinge, die musste ich einfach in der Sammlung haben. So, dann jetzt ein absoluter Klassiker. Wir haben Obelisk, den Peiniger, den geflügelten Drachen des Ra und Slifer. Natürlich, die ganz standardmäßigen gehören einfach in jede Sammlung. Genauso wie die spielbaren Varianten von Obelisk, dem Peiniger, Slifer, dem Himmelsdrachen und Ra. Einfach nur mal ganz schnell reingehalten, weil ich denke, das sind, ja, die kennt man halt einfach. Die hat man parat, sie sind leicht zu erhalten und auch nicht allzu teuer. Wie jetzt zum Beispiel Karten aus, ja, was weiß ich. Pharaoh's Servant zum Beispiel, in dem Fall Jinzo. Secret Rare. Jinzo in Secret Rare, wunderschön. Der legendäre Fischer, Marco Tsunami, seine Coverkarte, musste in diese Sammlung unbedingt rein. Die Bestie von Talvar fand ich auch vom Aussehen her super cool, hat dann in der Legendary Collection einen Reprint bekommen, aber ich wollte sie unbedingt aus dem Hauptset haben.
der Unterwäldler Mega Cyber. Wunderbar. Das sind alles so Karten, die konnte man einfach irgendwie, habe ich so das Gefühl, in der Kindheit nie wirklich haben. Weil sie halt, ja, verdammt schwer zu erreichen waren so. Und um Pharaoh's Servant noch abzuschließen, haben wir hier den Ruf der Gejagten. Ja, da gibt es natürlich noch einige mehr aus Pharaoh's Servant, zum Beispiel noch den Lava Golem und Hell Peoma, möchte ich meinen. Aber diese fünf Karten mussten einfach in die Sammlung. Ja, also das sind so die ikonischsten meiner Meinung nach. Alles, was jetzt kommt, ist quer durch die Bank weg. Quer durch die Bank weg. Wir haben hier zum Beispiel die Dark Necrophyr, Mariks Cover Monster aus der Master Collection. Ich packe mal jetzt hier alles oben links hin. Dann haben wir den bösen Schlangendrache Ananda. Ich fand das Artwork super cool. Und demnächst wird auch noch Venomenaga sich dazu gesellen. Den Hypersynchronsprenger im Angriffsmodus First Edition sieht super aus. Das nostalgischste Psi-Monster meiner Meinung nach. Denko Seka, ich liebe dieses Artwork. Sie ist unfassbar spielstark. Denko Seka sieht einfach toll aus. Ich mag sie wirklich sehr. Guilford, die Legende aus seinem eigenen Structure-Deck. First Edition. Auch mehr Nostalgie geht eigentlich schon gar nicht. Dann kommt ein absolutes Highlight meiner Sammlung, der Gate Guardian aus Metal Raiders. Vor gar nicht allzu langer Zeit frisch aus dem Booster gezogen. Masera de Ville, auch eine super Unterweltlerkarte. Ich mag dieses Design. Sieht super cool aus. Der Victory Dragon, einer der ersten Karten, die gesagt haben, wenn du die Lebenspunkte des Gegners auf 0 bringst, hast du das Match gewonnen. Auch verboten, aber sieht einfach super aus zum Anbeißen. Injektionsfee Lilly, glaube, hat man auch im Yu-Gi-Oh! Film damals gesehen. Sieht super aus, mag ich sehr aus. LOD, Secret Rare, war auch nicht billig. Also, die meisten Karten, die ihr hier seht, waren wirklich nicht billig, hatten einen verdammt stolzen Preis. Ich erzähle euch jetzt auch gleich, für was ich am meisten gezahlt habe. Ja, hier haben wir noch Teleia, die Sphinx. Andro Sphinx und Tynan, die Sphinx, mag ich gar nicht, wirklich überhaupt nicht. Aber Teleia ist meine absolute Lieblings-Sphinx. Die mag ich sehr. So, machen wir mal weiter. Ich habe mir das hier in ein paar Stapel unterteilt. Wir haben Jubel, den ultimativen Albtraum. Und wir haben sogar noch, passend zu dem Jubel, das Original First Edition Legendary Collection GX Mint Secret Rare. Auch ein absolutes Highlight der Sammlung. Ich schiebe das mal ein bisschen höher, damit wir hier auch noch ein bisschen was raufkriegen, bevor ich dann gleich eine neue Ladung mache. So, weiter geht's mit Don Saluk, der Anführer der Scorpions, der sich im Anime sogar selber gespielt hat. Super nostalgische Karte. Zwillingsunholde, ich mag das Artwork sehr, deswegen musste sie in die Sammlung. Darkruler Hades, absolut ikonische Karte. Man kennt ihn aus Artworks wie zum Beispiel Skill Drain, super Karte. Der Blue-Eyes Toon Dragon aus Spellruler, verdammt ikonisch. Auch super bei Pegasus gewesen damals im Toon Deck. Der dunkle Gelehrte, natürlich der Magier, wenn man ihn mit dem Zauberer der Zeit ausrüstet. Dann haben wir den Red Eyes Darkness Dragon. Weiter geht's mit dem bewaffneten Drachen Level 10. Der hat schon ein bisschen was erlebt, aber er ist First Edition und deswegen musste er einfach in die Sammlung. Der Invader of Darkness, auch ein wunderbares Artwork aus Invasion of Chaos. Sieht auch super aus. Hapiens Feather Duster, der Flederwirsch, gespielt von Mai aus der Legendary Collection Joey's World. Dann haben wir Spirit of the Pharaoh, eine verdammt schlechte Karte leider, die man damals nur mit den Sarkophagen beschworen könnte. Aber sie sieht einfach wunderbar aus, aus Ancient Sanctuary. Super Karte. Dann haben wir hier die elegante Wohltäterin. Ja, das war damals eine super Karte, jetzt ist sie verboten, weil sie einfach zu stark ist. Nachbarsgras ist grüner, einfach wegen diesem Artwork und wegen der unfassbar krassen Spielstärke damals. Auch leider verboten, aber ich bin guter Dinge, dass sie irgendwann vielleicht mal wiederkommt.
jetzt kommt eines der absoluten Highlights dieser Sammlung. Ich habe ihn vorhin schon gezeigt. Hier kommt der Chaos Imperator Drache Envoy of the End aus Invasion of Chaos in einem Top-Zustand. Also ich kann sie jetzt leider nicht rausholen, aber ihr seht schon, dieses Ding hat nicht ein einziges Duell gesehen. Es wurde nie gespielt, damals gezogen und direkt in die Hülle. Hier haben wir noch einen Torwächter, den wollte ich einfach mal zeigen, um zu sagen, dass ich einen in Deutsch und einen in Englisch habe. Auch aus Metal Raider logischerweise, Secret Rare. Dann haben wir hier die Exodia Necros, auch aus der Master Collection, aber aus der zweiten. Sieht super aus, in Secret Rare auch. Ich pack's mal über die Dark Necro 4, weil es passt ganz gut. Horus, der Schwarzflammendrache Level 8. Eine wunderbar ikonische Karte. Ich habe dieses Artwork geliebt als Kind. Es war einer meiner absoluten Lieblingskarten damals. Die Thunwelt, natürlich. Eine Sammlung ohne die Thunwelt darf nicht existieren. Passend zum blauäugigen Thundrachen, den ich gerade gezeigt habe. Phantom Beast Rock Lizard. Ich mag das Artwork sehr. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Das war die Promo aus Force of the Breaker. Und die wollte ich einfach unbedingt in meiner Sammlung haben. Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Als ich die Karte damals gezogen habe, fand ich das Artwork overwhelming. Das hat mich so fasziniert, das Artwork. Von daher musste das auch unbedingt in die Sammlung mit rein. Bryonic, Drache der Eisbarriere aus Hidden Arsenal. Einer der absolut krassesten Sechser-Synchromonster. Definitiv super spielstark, auch bis heute noch. Generell die Synchromonster der Eisbarrieren sind total krank. Austausch, super ikonische Karte, hat auch ihren Weg in die Sammlung gefunden. Ebenfalls wie der Barrel Dragon aus einem Set, was ich bis heute nicht weiß, DL1. Ich glaube, es ist Duelist League, aber ich habe dazu gar keine Informationen gefunden. In Super Rare an der Stelle. Haben wir hier das dunkle Magiermädchen im verbotenen Artwork, was wir hier in Europa nicht sehen. Einfach wunderbar, habe ich mir aus Japan importieren lassen, hat mich auch einiges gekostet, aber musste einfach in die Sammlung. Und ja, die perfekte, ultimative, große Motte. Ich glaube, die habe ich sogar zweimal. Ich hatte sie sogar mal viermal. Und dann habe ich daraus Tokens gemacht. Und ja, weiter geht's. Wir sind noch lange nicht am Ende, aber wir neigen uns dem Ende entgegen. Wir haben hier Seirayu. Meine Lieblingsspielpromo damals. SDD, ich weiß nicht mehr ganz, was es ist, aber Peril Secret Rare ist generell die schönste Rarity, die existiert in Yu-Gi-Oh! Dann haben wir dreimal den dunklen Magier im Arcana Artwork, auch OCG Import. Ich glaube, da wird noch gleich ein, zwei Karten kommen, aber es sind dann auch die einzigen. Pack ich mal beiseite. So, dann haben wir das Ende von Anubis, ebenfalls Ancient Sanctuary First Edition. Viele Karten sind First Edition, viele nicht. Es geht mir da wirklich rein um die Artworks für die Sammlung. Und dieses Artwork hat mich auch super fasziniert. Musste unbedingt in die Sammlung rein. Absolut ikonisch, der Shining Blue Eyes aus dem Movie Pack dem Jahre 2004. Ich habe noch ein Movie Pack sealed hier. Diese Packs sind 15 Jahre alt und haben noch einen ganz okayen Wert eigentlich. Dann kommen wir zu Valkyrion, dem Magnetkrieger. Eine absolut nostalgische Karte, eins von Yugis Bossmonstern, auch eine Spielpromo, obwohl WC4, nicht dass es hier ein World Champion Promo ist. ja, super cool. Maxi, die stärkste Handtrap, die jemals gedruckt wurde. Dass sie verboten ist, ist natürlich zu Recht begründet. Ich habe sie tatsächlich aus einem Random Pack damals gezogen. Ich habe mir eine einzige Booster-Tin geholt und da war Storm of Ragnarok drin. Und da habe ich dann eiskalt Maxi draus gezogen. Wunderbar. Die Steinstatue der Azteken. Ich finde das Artwork einfach cool. Wunderbare Karte. So, dann machen wir weiter mit dem Schöpfer. Auch in Secret Rare Limited aus Elemental Energy. Sieht auch einfach wunderbar aus. Dann sehr ikonisch. Metall-Soa und Soa, verdammt teurer, jetzt kann ich es einmal offenlegen. Soa und Metall-Soa waren die teuersten Schätze meiner Sammlung. Ich will nicht sagen, wie viel ich dafür ausgegeben habe, aber auf jeden Fall einiges, denn diese beiden Karten sind Mint, absolut. Near Mint bis Mint und das hat mich einiges gekostet.
das Millennium-Schild aus der Legendary Collection Yugi's World. Ich wollte den aus McDonald's Pack nicht haben, nicht nur weil es 80 bis 100 Euro wert ist, also zum damaligen Stand, sondern auch weil mir das Artwork viel, viel mehr gefällt als das alte. Der dreihörnige Drache, meine absolute Lieblingskarte aus LOB. Ich musste sie einfach haben. War auch gut teuer in Near Mint, aber für die Sammlung war es mir das wert. Genau wie der Nachtschlangendrache, das Bossmonster von Rex Raptor. An der Stelle eine super Karte. Mag ich auch. Sehr, 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 sehr nostalgisches Artwork. Zera der Mant. Einer der ersten Ritualmonster, die richtig, richtig, richtig gut aussahen. Und einfach absolut ikonisch. Wunderschön. Ebenfalls wie die maskierte Bestie des Guardians. Das Bossmonster von Ines und Lumbra. Der maskierten Brüder, die auch gegen Kaiba und Yugi gekämpft haben. Negros von Gungnir, eine relativ neue Karte. Ich liebe dieses Secret Rare Artwork. Sieht insane aus. Das Licht spiegelt leider ein bisschen, aber ich hoffe, man kann trotzdem alles wunderbar erkennen. Weiter geht's. Nochmal LOB. Gaia, der Dragon Champion. Eine super nostalgische Karte. Wunderbar. Exakt so wie der Tausenddrache. Sieht auch einfach geil aus. Zeitzauberer und der Babydrache werden zum Tausenddrachen. Und der schwarze Totenkopfdrache natürlich aus Metal Raiders. Absolut ikonisch. Muss in die Sammlung. Einfach toll. So. Kommen wir zum letzten Abschnitt des Videos. Ich habe jetzt hier noch mal die perfekte ultimative große Motte, nur um sie nochmal zu zeigen. Der schweigsame Schwertkämpfer Level 5. Ein absolut bosshaftes Aussehen. Sieht auch geiler aus als der Level, ich glaube, 7. Dann der heilige Phönix von Neftis. Wow, wie sehr ich diese Karte früher haben wollte. Einfach super. Muss dazu sagen, ich habe vor 15 Jahren angefangen, Yu-Gi-Oh! Karten zu sammeln. Und seitdem liegen die hier teilweise rum. Viele gezogen, viele aber auch nachbestellt. Aber die meisten Sachen sind wirklich Schätze meiner Kindheit. Geistermädchen und Spukhaus. First Edition aus Flames of Destruction. Habe ich bei der Sneak Peek tatsächlich damals gezogen im März 2018 und diese Karte wird niemals in meinem ganzen Leben aus meiner Sammlung weichen, weil das ist ein Unikat. Die habe ich selber gezogen. Der fünfköpfige Drache, auch absolut ein absolutes Highlight. Super Karte. Kommen wir mal zu meiner allerersten Orika und das ist der Chaos Imperator Drache. Ich musste sie haben, habe ich mitgeboten auf eBay, sah super, super cool aus. Packe ich mal beiseite. Und hier noch ein Chaos Imperator Drache in Ultimate Rare auf Japanisch. Auch super Artwork. Aber ich fand es eigentlich wichtiger, den in Secret zu zeigen und den aus The Lost Millennium. Dann haben wir hier noch die Wächter Sphinx. Majestätisch. Diese Karte steht einfach für viel Verteidigung. Habe ich geliebt in meiner Kindheit, da mit meinen Gegnern so richtig auf den Sack zu gehen. Blue Eyes Ultimate Dragon, Kaibas absolutes Bossmonster und Trumpf im Ärmel jedes Spiels. Wunderbar, nostalgisch, eine absolute Ikone. Muss unbedingt in die Sammlung. Also der Blue Eyes Ultimate Dragon. Der dunkle Paladin, First Edition aus dem Duelist Pack Yugi. Das absolut schönste Artwork von ihm in dem Fall. Der aus Magician's Force ist ja preislich absolut nicht zu handeln. Und ja, die letzte Karte meiner Sammlung und jetzt... Ja, denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist es? Es ist einfach nur der rechte Arm der Exodia auf Japanisch. Aber ich habe diese Karte damals aus LOB gezogen und ich fand sie so cool, dass ich sie in die Sammlung genommen habe. Und ja, ich habe so viel Exodias, also spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Arm oder ein Kopf ist. Von daher, ja, das waren meine Sammlung, die absoluten Schätze, die ikonischsten Karten, die nostalgischsten Karten. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen an der Stelle. Vielleicht so ein paar Eindrücke, so wo ihr euch gedacht habt, ja, die Karte muss unbedingt noch in meine Sammlung rein. Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns, beziehungsweise ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr es bis zum Schluss durchgehalten habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mein Fazit zum Video und zum Kanal. Vorneweg möchte ich mich erstmal auf das Video konzentrieren. Wir haben hier ein recht langes Video über eine halbe Stunde.
weit über einer halben Stunde. Und ich muss sagen, das Video an sich gefällt mir sehr gut. Es ist qualitativ auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und auch die Karten, die man dort sieht, sind großteils wirklich, wirklich extrem besonders. Es gibt, wie bereits gesagt, einfach positive und negative Seiten in so ziemlich allen Videos, die man produziert. Und hier ist das natürlich auch so. Die positiven Aspekte sind natürlich, es ist einfach eine Sammlung ist, man sieht, was jemand so bei sich zu Hause hat, vielleicht auch Dinge, die er sonst nicht zeigt. Es ist sehr gut gemacht, es ist sehr liebevoll gemacht. Man merkt auch, dass er einfach unglaublich begeistert ist von den Karten, die er da hat, und das reißt so ein bisschen mit, und er ist auch eine unglaublich sympathische Person, und mir hat das Video sehr viel Spaß gemacht. Ich selbst habe es mir tatsächlich insgesamt 4-mal angesehen, speziell wenn man vielleicht bei den Ordnern, die so als erstes kommen, ein bisschen genauer hinguckt und sich nicht nur vom Gesagten berieseln lässt und von der Tatsache, dass er halt relativ schnell durchblättert, dann wird einem recht schnell auffallen, dass da relativ interessante Schätze auch mit drin sind, wie zum Beispiel eben hier die beiden maskierten Drachen, die ich dann für mich entdeckt habe aus dem Turbo Pack. Vielleicht kriege ich da auch irgendwann mal ein paar Booster ran. Nö, Erik, damit wir da was aufmachen können. Der einzig negative Aspekt an dem Video ist, es ist zu viel. Es ist einfach zu viel, es ist zu viel Stuff in diese Zeit komprimiert. Er hat halt wirklich die Ordner durchgeklöppelt und dann ist er zur Vitrine gesprungen, hat er noch Einzelkarten gezeigt. Hätte er nur seine Vitrine gezeigt und nur diese in Toploadern zu sehenden Einzelkarten, dann wäre das etwas kürzer gewesen, aber es wäre kleiner und feiner geworden. Das ist so mein einziger Kritikpunkt am Video selbst. Klar, man könnte jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie seine Sammlung aufgebaut ist, wie die Ordner aussehen. Das ist an der Stelle aber halt nicht Gegenstand der Diskussion. Dementsprechend verzichte ich da jetzt mal drauf. Zum Kanal selber, es ist tatsächlich so, wir haben hier ein Video von ihm gesehen, das sich so an meine Community richtet, das habe ich ihm auch empfohlen. Es geht hier um die Sammlung. Auf seinem Kanal ist es halt so, dass es sich eher um das Spielen dreht, Deckprofiles und was man halt so kennt. Und ja, an sich, ich bin Sammler, ich selber konzentriere mich auf Sammlerzeug, auf Sammlervideos, die interessieren mich. Spielervideos sind halt eher nicht so mein Interessengebiet. Deswegen, wie bereits gesagt, ich habe ihn ja abonniert, aber ich schaue nur vereinzelte Videos auf diesem Kanal, was nicht bedeutet, dass der Kanal schlecht ist. Für Leute, die gerne spielen und sich für die Thematik interessieren, schaut vorbei, das ist eine wirklich tolle Sache. Für mich persönlich ist es so, ich supporte ihn gerne, er darf auch gerne irgendwann mal wieder ein Gastvideo machen. Und aber für mich ist halt einfach zu wenig Content dabei, der auch wirklich so an mich gerichtet ist, an das, was ich quasi gerne sehe. Wenn er jetzt öfter mal irgendwas vorstellen würde, sammlungsmäßig, dann wäre das natürlich schon zumindest für mich aus meiner Warte aus besser. Ich schaue mir das ein oder andere Video an, gerne wenn ich mal irgendwas sortiere oder so. Da schaue ich mir dann, nebst Creepfan und Randy Brain und anderen YouTubern, eben auch ihn an, einfach weil er ein sehr sympathischer Typ ist und ja, ich mich einfach gerne unterhalten lasse, wenn ich sowas mache. Und ja, aber ich würde sagen, ihr bildet euch eure eigene Meinung dazu, schaut auf seinen Kanal, guckt euch den Content an und wenn er euch taugt, dann lasst ihm doch bitte ein Abo da, weil es ist immer sehr, sehr viel Mühe, solche Videos zu produzieren, und auch Videos, die sich so an die Spieler richten, sind wesentlich aufwendiger zu produzieren als zum Beispiel Videos, die ich mache, und meine sind schon aufwendig genug, auch wenn man es manchmal nicht bemerkt. Und das sollte natürlich auch wertgeschätzt werden. Also, wir sehen uns zu einem weiteren Gastvideo und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.